Ja. Und somit meldet sich auch die Spinne zu Wort. Weil Zombies sind wirklich leicht zu killen. Es sei denn, die kommen in solchen Dawn of the Dead-mäßigen Horden an. Dann werden auch die ein bisschen nervig, aber mal ganz ehrlich. Lieber eine Zombie-Horde als eine Creeper-Horde, oder? Ah. Habe ich das eigentlich schon mal erlebt, dass ein Zombie ein Skelett geownt hat? Oder war das jetzt gerade das erste Mal? Naja. Junge, wasch dich mal. Nee. So, so. Und du stirbst auch. Moment. So. Hier was hinkleben. Die eine kleben. Ach ja, schöne Wortspiele hier. Da war ich schon mal. So. Moment. Da mal was gegen tun. Den Zombie können wir jetzt ruhig töten. So. Ja, große Räume abzulichten. Ist manchmal ganz schön stressig. Ja, war irgendwie so klar. Der Schalter wurde woanders versteckt. Er scheint aber nicht in dieser Höhle zu sein. Ja, das hat er mit seinen Spider-Man-Sinnen erkannt. So. Da hätten wir dann auch das. Komm, Kekse heilen eh viel zu wenig. Den Schalter haben wir aber ja schon längst gefunden. Und schon wieder ein Portal. Vielen Dank dafür, dass du uns unser Pulver zurückgebracht hast. Wir erkennen dich dafür zum Piratenfreund. Nun zu den Monstern und diesen Portalen, die überall in der Gegend herumstehen. Wir wissen leider, leider nicht, woher sie kommen und wer sie erschaffen hat, aber wir kennen einen Ort, an dem du das vielleicht erfahren wirst. Die Zwergenstadt, schon wieder Zwerge, Menegroth. Die Zwerge besitzen ein großes Archiv, in dem so gut wie alles aufgeschrieben wurde, was in den letzten Jahrhunderten passiert ist. Dort wirst du sicherlich eine Antwort auf die Herkunft der Monster und Portale finden. Ich und alle anderen Piratenkapitäne haben uns besprochen und sind zu dem Entschluss gekommen, Entschluss groß, dass wir das Seeräuberleben aufgeben und stattdessen helfen werden, alle Monster auszurotten und die Portale zu vernichten. Ach ja, ein alter Stollen der Zwerge befindet sich bei uns, bei unserer Stadt. Suche im Meer, nahe der Stadt, nach einem Strudel. Er bringt dich in die Stollen. Viel Glück. Nicht, was? Nicht noch so ein Portal. Zerstöre es schnell. Gehe ich durch? Ja. Man muss ja leider immer nach Easter Eggs gucken. Entering the Nether. So. Kein sehr schöner Ort, um hier rauszukommen. Obwohl, das hat eigentlich Stil. Aber ich gehe wieder weg. So. Bitte, bitte, komm am richtigen Ort raus. Bitte.
Danke. So. Und? Na. Kaputt. So. Diese blöden Portale auch immer. Njam, njam, njam. So. Frisch gestärkt. Kannst weitergehen. So. Lass mich. Und du lass mich erst recht. Habe ich da einen Spawner noch übersehen? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich ist der Spawner hin, aber okay. Prügelt jetzt beiden euch. Ich mache mich aus dem Staub. Und habe ich eigentlich noch groß was übersehen? Da war ich auch drin. Nö, sieht so aus, als wäre ich überall gewesen. Ja. Ja, und hier, ja, genau. Gut. Dann wollen wir direkt mal auf zum ollen Strudel. Obwohl, eigentlich müsste ich den ja das Gunpowder in den Lagerraum bringen. Sind wir so sozial? Eigentlich hat er sich das ja gerade auch abgeholt, oder? Oder habe ich jetzt das falsch verstanden in der Story? Autsch. Nicht mal ordentlich ins Wasser springen kann ich. Na gut. Na, wir müssen eh zur Stadt schwimmen, glaube ich, um zum Strudel zu kommen. In welcher Richtung war der überhaupt nochmal? Ich meine in der da. Bitte sag mir das. Ja, muss es ja. Ja, gut. Also, was ich eigentlich sagen wollte, bitte sag mir, dass es da so eine Leiter gibt, wie da. Aber ansonsten wäre das ja relativ ungünstig mit dem Schiff. Ups, so. Ich leg euch hier einfach mal das Gunpowder rein. Ja. Könnt ihr euch dann bei Bedarf abholen? Ich bin ja nicht euer Dienstmädchen hier. Ich habe euch das schon wiedergeholt. So. Das Eis hat mittlerweile auch stark genug zugeschlagen, dass ich hier bis nach hier laufen kann. Und so. Muss ich jetzt in den Strudel reinschwimmen oder wie war das gemeint? Da ist der Strudel. Wohl nicht. Da ist aber noch einer. Und hier muss ich tatsächlich rein. Alle, hopp. Aha. Ich gehe mal kurz noch tiefer. Und hier ist nichts gut. Dann bleiben wir doch mal da. Na, komm. Nein. Boah. Nach Männegott. Nüt. Ach, ja. Nochmal Minecart fahren. So. Wunderbar. Ja. So eine chillige Minecart-Session hat man ja schon lange nicht mehr. In der war einfach nur stumpf sitzen können. Wir haben leider immer noch kein Minecart-Fahrtlied, weil es uns noch keiner gebaut hat oder komponiert, wie man es ja eigentlich ausdrückt. Naja. So. Gut. Willkommen in Menegott.
dem südlichen, südlichsten Außenposten des Zwergenreiches. Tachchen, ich bin der Asaldor. Zu der. Nee, da will ich doch nicht hin. Stadtplan, Archiv oben. Quellen, Treppen runter. Zwerge sind so freundlich, immer so auf den Punkt. So. Hey, die haben Kühlschrank. Fackeln könnte ich wieder gut ein paar mitnehmen. Obwohl, eigentlich habe ich eine ganze Menge. Aber egal. Man kann nie genug Fackeln haben. Merkt euch das. Ja. Brunnen der Tapferkeit. Aha. Zu den großen Hallen unpassierbar eingestürzt. Schade. Ich denke mal, da werde ich mich nachher trotz, also was heißt nachher, irgendwann, wenn ich dann soweit bin, wahrscheinlich trotzdem durchbuddeln müssen. Weil die großen Hallen, das klingt doch nach etwas, wo ein großer Held unbedingt hin muss. Aua. So, Minenschächte. Vorsicht, versperrt wegen Monstern. Also, den Zwergen hätte ich eigentlich zugetraut, dass die sagen, hör mal, wir versperren doch hier nicht unsere Minenschächte, wir kloppen die Monster zu Brei und ja, essen die dann zum Frühstück und so. Naja. Nein. Nü, 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 nü. So, haben wir hier vielleicht irgendwas Brauchbares? Natürlich nicht. Hallo Zombies. Und das. Ja, da. So, hier noch ein Brot und Fleisch. Ja, ne? Kann man sich das Brot auch direkt belegen? Manche. Trägt mal ein Lava-Bucket hier in der Truhe? Wäre eigentlich ganz lustig, ne? Also, die ganzen Viecher mal in so einer Lavagrütze schwimmen zu lassen. Einfach nur, weil was? Kuchen. Ich meinte können. So. Und hier unten haben wir auch noch ein paar. Ist kaputt. So, goldener Apfel. Doppelbett. Was mich wieder zu dieser widerlichen Frage aufwirft, ob Zwergen Kerle auch Zwergen Frauen haben. Oder ob Zwerge, naja, sich selbst bestäuben, um mal bei den Bienchen und Blümchen zu bleiben. Ja. Und nein, ich möchte keine Antworten in den Kommentaren sehen. Dankeschön. So, da hätten wir dann die Truhe. Nö. Obwohl, die Äxte sind eigentlich Eisenschwerter. Das müsste ich mal in meinem Kopf behalten. Ich vergesse es jedes Mal. Ich habe gerade die Axt gesehen und dachte, na, Axt brauche ich nicht. Wobei es eigentlich heißen müsste, Eisenschwert brauche ich nicht. Aber na, so kommen die Missverständnisse auf. So. Heiße Quellen. Heiße Quellen. Moment, da muss ich doch gleich mal hin, wenn ich hier das Brot abgestaubt habe. Und die Fackeln. So.
Wer sagt, dass ein Abenteurer nicht auch mal Urlaub machen kann? Ach, wunderbar. So, was haben wir denn hier noch? Oh, Umkleideräume. Hat jemand hier sein Gepäck vergessen? Tatsächlich. Verdammt. Ach, komm, die drei Fackeln. Auf die kommt es jetzt auch nicht mehr an. Ja, und ich wette, im nächsten Dungeon habe ich genau drei Fackeln zu wenig. Ah, ja, oder 15. Obwohl 15 schon schlechter zu zählen ist. Also, ich meine, es ist nicht schwer, 15 zu zählen, bevor jetzt irgendjemand mit einem total saudämlichen Kommentar kommt. Aber, ja, auch eingestürzt. Wer zählt wirklich jede einzelne Fackel, die er setzt? Lass uns doch mal ehrlich sein. So, ab nach oben. Leute, ich dachte, hier wohnen Zwerge. So, Schmiede. Ich habe gehört, Zwergenstahl soll sehr wertvoll sein. Aber natürlich habt ihr sowas nicht. War ja klar. So, Lager. Komm, Treppen haben wir jetzt. Leitern haben wir jetzt wirklich genug. Warum sage ich eigentlich immer Treppen dazu? Ich weiß es selber nicht. So. Schleiferei. Nee. Obwohl, das wäre jetzt. Ach, egal. Ich habe genug Diamantwaffen. Ich denke, das hält bis Ende. Zum Archiv der Zwerge. Wissen ist Macht. Nutzt diese Macht. Steinmetzschule. Übrigens, da könnten sich mehr Leute dran halten. So. Heutige Aufgabe: Eure Säulen. Soscheln. So schnell. Ah, okay. Falsch geschrieben. Aber ja. Habt da schön gebaut. Trainingslager. Ja. So, genug trainiert. Trainingswaffen. Sind das. Das sind wahrscheinlich so Ziele fürs Bogenschießen, ja. Alles klar. Zum Teufelsschlund. Da muss ich dann wahrscheinlich nachher hin. Lass mal kurz gucken. Achtung, hier geht es echt tief runter. Ich glaube, ich revidiere meine Meinung, weil ansonsten bräuchte ich Wasser oder so. So, guck mal doch einfach mal. Hui. So, Archiv, Bücher über Bücher. Und noch mehr. Aber nicht zu finden. Vor langer Zeit gab es. Ah, so, vor langer Zeit gab es einmal den Kreis der sieben Magier. Es gab einen Großmagier und sechs normale Magier, die alle über große Macht verfügten. Und unter ihrem Schutz bauten die Menschen viele Dörfer und Städte. Die Magier bauten magische Portale, die zur Schnellreise gedacht waren. Aber ein Magier wollte mehr erreichen als die anderen. Als die anderen, so Punkt. Sein Name war Hurak. Wusste ich doch irgendwie. Er wollte der neue Großmagier werden und allein über alles herrschen. Nach Tanga. Tanga. Ach, nee, Langer. Oh, scheiße. Self-Bone. Suche hat er herausgefunden, wie man die Portale umleitet, sodass man in andere Welten gelangt. In einer dieser Welten. In einer dieser Welten, eine dunkle und feurige, ah, okay, fand er seltsame Kreaturen,
die er zähmte und stellte so eine Armee auf. Er versprach ihnen eine neue Welt und reiche Beute und mehr Platz, als sie jemals hatten. So überfiel Rurak eines Tages mit seiner Armee unsere Welt und tötete die 6 anderen Magier und zerstörte die Hauptstadt der Magier. Rurak hat irgendwas vor. Er klaut nicht umsonst alte oder magische oder wertvolle Gegenstände von überall her. Wir müssen unbedingt diese Monster, die uns belagern, töten und alle verdammten Portale vernichten. Hier in der Nähe der Stadt befindet sich auch irgendwo ein Portal, wodurch immer neue Bestien herkommen. Noch besser, es ist eines der großen Hauptportale. Suche Dynamit im Goldschacht und spreng das Portal. Folge der Goldader zum Sprengplatz und hol das Dynamit. Goldschacht. Okay. Gold. So. Dann machen wir uns doch gleich mal auf den Weg. So. Nein. So. Und endlich unten angekommen. So. Was war das hier? Das ist... Na? Minenburg. Das ist... Große Hallen, stimmt. Minenschächte. Gut. So. So. Was drauf? Da auch. Goldschacht, teilweise passierbar. Kohlevorkommen gesperrt, Eisenmine verschüttet. Teilweise passierbar ist auch die Diamantader. Naja. Ja, spawn einfach in der Wand und so. Na gut, komm. Hauen wir das noch kaputt. Damit ihr auch eine Chance habt. Guter Witz, ne? Und so, starben die Zombies. Ups. Moment. So. Moment. So. Wow. Hier ist aber ganz schön was los. Ich wüsste immer noch zu gerne, was das für ein Geräusch ist jedes Mal. So, Aua, aua. 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 Moment. Meine Matte ist ein bisschen verrutscht. So. Hätten wir das auch. So. Düdüding. Aua. So. Hüp. So. Verdammt. Hätte ja klappen können. So. Und so. Dann futtern wir mal schnell was. So. Und so. Ja, gerade wenn ich die Fackel wieder rausgeholt habe, kommt natürlich ein Skelett um die Ecke. Wie sollte es auch anders sein? Der Verbund der internationalen nervenden Skeletonis. So.
Probier mal. Ich komme dann später wieder. Hallo Zombie. Nein. So, viel schöner. Aua. Obwohl, ah komm. Die und da noch eine hin. So. So. Da haben wir das Sprenglager. Verdammt, das ist zu wenig Dynamit. Wir brauchen mindestens 4 Sprengkörper. Bei der Diamantader soll ein Sprengtrupp gewesen sein. Da liegt sicher noch etwas rum. Wieso habe ich mir irgendwie sowas gedacht? Naja. So, dann laufen wir mal zur Diamantader. Könnten eigentlich nebenbei auch ein paar Diamanten da abbauen, So. Nun, 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 nun. So, Goldader abgeschlossen. Damit keiner auf dumme Ideen kommt, wie da reinzulaufen und das Gold zu klauen. Das ist jetzt offiziell meins. Ja, glaubt ihr denn, ich mache das alles umsonst? Dungeon noch nicht fertig. Sorry, Mods. Eigentlich müsste er fertig sein. Ich denke mal, das Schild ist veraltet. Hoffe ich doch. Zumindest haben wir hier Spawner dran. Und Zombies. Wow. Schlechte Sicht ist leider immer schwer zu erkennen, ob schon genug ausgeleuchtet ist. Hier unten. Na. Wir lecken auch gerade leider ein bisschen. Drauf. Hallo? So. Naja, zur Not begegnen wir halt unterwegs noch ein paar Viechern. Was soll es denn? Ist ja jetzt auch nicht das Tragischste der Welt. Aber was hier ein bisschen fehlt, ist Diamant. Ich denke, das war gemeint mit noch nicht fertig. So. Da ist auch schon eine Tür. So, nun hast du genug Dynamit, um das Portal zu vernichten. Ich hoffe, dass das reicht, um Ruraks Pläne etwas aufzuhalten. Wenn nicht, dann haben wir ein sehr großes Problem. Das Portal ist im Teufelsschlund, ganz unten. Wie du hinunterkommst, musst du aber selbst herausfinden. War ja klar. So. Ist nur so ein Gefühl. Moment. Oh Gott. Du nervst, Junge. Geh sterben. So. Okay. Das Gefühl war wirklich nicht zutreffend. Aber ich glaube, ich habe jetzt schon einen Plan, wie ich da runterkomme.
nämlich so wie der Minecrafter von heute immer bei solch tiefen Sachen runterkommt. Große, lange, breite. Na, okay, breit nicht, aber Treppe. So. Und zwar nehme der Minecrafter eine Schüssel. Am besten wirft er die Steine vorher weg und dann fülle er diese Schüssel mit Wasser. Hallo. Ach, warte, das ging nicht in Bowls, das, oder? Brauchte man dafür extra Eimer? Ja, Bucket, stimmt. Gab es hier irgendwo welche? Ansonsten muss ich mir ja welche craften. Oder gab es einen anderen Weg? Ich schaue mir das Ganze nochmal an, um herauszufinden, ob es einen anderen Weg gab. Wo? Ach ja, stimmt. Mir ist es wieder eingefallen. So. Sind hier Buckets drin? Nee, aber Material und welches. Haha! Damit hätte sich das Problem auch schon so gelöst. Und wir können das Wasser jetzt da runterkippen, um da runter schwimmen zu können. Ja. Wäre dann so, mach mal hier hin. So, ich wollte sagen, das wäre dann die Lösung des Problems. Machen wir hier noch eins hin, so zur Optik, Verschönerung. Oh, da war doch gerade noch Licht. Naja, egal. Dann wollen wir mal. Ja, okay, hat sich auch unten schon gesammelt. Dann wollen wir mal. So. Blub, blub. Und gleich müssen wir dann unten sein. Oh, da kommt auch schon ein Zombie an. Kennen wir doch gleich mal. Au, au. Und ich wurde rausgeschossen. Stirb, du blödes Skelett. So. Bisschen Licht. So, was. Okay. Hätte ich da auch so irgendwie runtergekonnt? Na ja, gut. Vielleicht, um später wieder rauszukommen. So. So. Und zwar. Oh, Schilder. Die Diamantenblöcke, sie leiten die Energie des Portals zu allen anderen in der Umgebung. Zerstöre sie mit deinem Dynamit, schnell. Okay, damit machen wir auch mal Schluss für heute. Bis dann, tschüss.